Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Quasseltag. Mit Rieke und heute unbedingt gern mit euch, denn heute ist der Tag zum Anrufen und Mitreden. Und unser Quasselthema heute, das geht uns wirklich alle was an. Wir reden über Familie. Familie, das heißt ja nicht nur, ich freue mich, dass ich Mama, Papa, Schwester, Bruder hab. Familie heißt auch, ich bin vielleicht genervt, weil Mama schon wieder nur nach den Hausaufgaben fragt oder weil mein kleiner Bruder meinen Schreibtisch verwüstet hat oder weil meine große Schwester mich nie an ihren Computer lässt. Oder weil ich den Fernseher ausmachen soll, aber eigentlich noch weiter gucken will. Oder weil meine Eltern sich schon wieder über irgendwas streiten, was überhaupt nicht wichtig ist. Oder weil Papa sagt, ich komme gleich. Und das sagt er eine Stunde lang. Merkt ihr was? Ich muss erstmal atmen. Und ich könnte wetten, euch fallen in diesem Moment selbst schon so einige Sachen ein. Denn Familienleben ist nicht immer einfach. Und manchmal muss man sich einfach Luft machen. Das könnt ihr heute tun. 0800 2254 2254. Das ist meine Nummer hier im Kakadu-Studio. 0800 2254 2254. Ruft an, redet mit, erzählt, wo manchmal der Schuh drückt bei euch zu Hause, wo es hakt, was euch ärgert oder Kummer macht. Denn manchmal hilft's einfach, drüber zu reden. Und außerdem habe ich gleich einen Familienberater an der Angel, also besser am Telefon. Und er hat mit Sicherheit gute Tipps für euch, denn manchmal gibt's ja wirklich nur Kleinigkeiten zu beachten und schon läuft vieles besser. 0800 2254 2254. Das ist unsere Nummer hier rein ins Kakadu-Studio und sie ist kostenfrei aus dem deutschen Festnetz. Das ist der Familienstress-Quasseltag und mit Stress fängt er schon an, denn unser Familienberater will am Telefon sein und die Leitung kracht immer wieder zusammen. Wir probieren es aber weiter und ich habe erstmal Musik für euch und freue mich auf eure Anrufe. Und ihr müsst wirklich wissen, es geht gar nicht darum, dass hier irgendjemand seine Familie anschwärzen soll. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen heute mit unserer Sendung einfach auch mal zeigen, dass Familienleben total schwierig ist. Ruft an, quasselt mit, fragt Peter Michalek danach gern noch nach einem Tipp, wenn wir ihn denn kriegen. 0800 2254 2254. Und über dieses Thema hier reden wir garantiert auch gleich. Schon wieder aufräumen. So schlimm ist es hier doch gar nicht. Ich kann durch mein Zimmer laufen. Ich finde noch alles. Was für ein schreckliches Wort. Aufräumen. Aufräumen, genau, was Eltern da immer wollen. Musikalisch begleitet uns heute die Band Deine Freunde durch die Sendung. Die schreiben mir einfach immer die passendsten Texte zu den typischen Familienthemen. Ich mache jede... Ja, und da sind wir mittendrin in einem der vielen schönen Familienthemen. Aufräumen, daran entzündet sich gerne mal ein Stress. Und wo entzündet sich der Stress bei euch zu Hause? Erzählt heute davon. 0800 2254 2254. Das ist die Nummer hier rein ins Kakadu-Studio. Und jetzt freue ich mich, dass auch Herr Michalek am Telefon ist. Ich grüße Sie, Peter Michalek. Hallo Rieke. Schön, dass wir uns jetzt haben. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie sind Familienberater. Kann man so ungefähr sagen, Sie helfen zum Beispiel auch Eltern, dass die ihre Kinder in manchen Situationen einfach mal besser verstehen? Kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall so sagen, weil manchmal braucht es so eine Übersetzungsarbeit, dass man sich versteht, dass die Kinder die Eltern verstehen und dass die Eltern die Kinder verstehen. Was war denn bei Ihnen in Ihrer Arbeit so ein typisches Familienproblem, was Sie uns vielleicht mal erzählen können, was Sie vielleicht zuletzt besprochen haben, wo es zu Hause ganz so geknirscht hat zwischen Kindern und Eltern und die Lösung dann aber gar nicht so schwer war? Also so eine klassische Situation, die immer wieder Eltern erzählen, ist, dass sie zum Beispiel den Kindern sagen, jetzt komm, zieh dich an, wir wollen ins Hallenbad gehen oder kannst du bitte helfen, den Tisch decken, weil wir bekommen Besuch. Oder also die Erwachsenen, die Eltern stellen Forderungen an die Kinder. Und die Kinder reagieren entweder gar nicht drauf oder sind überrascht oder setzen das gerade gar nicht um, was die Eltern von ihnen verlangen, oder sind sogar trotzig. Und daraus kann eine, so sage ich jetzt mal, so eine ungute Situation entstehen, wo vielleicht auch zum Streit führen könnte. Und wenn mir Eltern so eine Situation beschreiben, dann heißt es für mich, die Kinder haben in dem Augenblick, wenn sie nicht drauf hören, einfach zu wenig Information über das, was die Eltern von ihnen überhaupt wollen.
Ich würde jetzt wahnsinnig gern bei den Kindern direkt nachfragen. Es sind Ferien, viele sind unterwegs. Wenn ihr anrufen wollt, helft uns, wir wollen ja mit euch sprechen. 0800 2254 2254. Wie ist denn das, wenn die Eltern an euch rantreten? Machen die das immer in der genau richtigen Sprache oder sprechen die irgendwie komisch? Das hat ja Herr Michalik gerade so beschrieben. Das ist der Kakadu-Quasseltag und unsere Tiere, Kakadu und Tiger, die haben ja auch manchmal so ihre Probleme. Da hören wir doch auch gerade mal kurz rein. Hallo? Manchmal spiele ich mit Tiger, Mutter, Vater, Kind. Und eins ist sicher, ich bin der beste Vater der Welt. Weißt du, Papa, am Montag, da bin ich auf dem Weg zur Schule hingefallen. Tigerchen, beim Essen wird nicht geredet. Oh, aber Papa, am Dienstag, da hat der Rudi mich gehauen und dann war ich... Ist jetzt bitte. Aber Vogel, Eltern hören doch zu, wenn die Kinder was erzählen. Tigerchen, sei still und iss. Aber Papilein, stell dir bloß mal vor, was mir am Mittwoch passiert ist. Jetzt reicht es aber. Beim Essen spricht man nicht. Beim Essen sitzen wir schön zusammen und gucken in Ruhe Fernsehen. Was fällt uns zu dieser Szene ein, Herr Michalik? Sie haben ja auch gerade zugehört. Ja, das scheint mir so, als ob da jemand Ruhe haben möchte. Ist ja auch so ein Thema. Eltern, warum fällt es Eltern oft so schwer, mit Kindern umzugehen, mit ihren eigenen Allerliebsten, die sie haben, und dann knirscht und kracht es, obwohl sie doch eigentlich nur eine Frage gestellt haben? Was kann da der Grund sein? Ja, der Grund kann folgende sein, zum Beispiel, wenn Eltern erleben, dass Geschwister streiten oder dass sie sich zanken, dann ist es als erwachsener Mensch etwas schwierig auszuhalten, weil wir es draußen in der Welt so nicht erleben. Wir erleben es eigentlich nur bei den Kindern zu Hause. Aber das ist auch, wo sollen die Kinder sonst das üben, wenn nicht zu Hause im geschützten Rahmen? Da höre ich jetzt, da höre ich gerade bei Ihnen raus, das Thema Streiten ist super toll und wichtig, liebe Eltern. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was lernen Kinder, wenn sie sich streiten? Geschwister zum Beispiel, wenn sie sich richtig zoffen? Ja, also grundsätzlich geht es ja darum, dass es völlig gesund ist, dass wir uns darauf vorbereiten, dass also Kinder wollen praktisch sich messen, sie wollen Wettkämpfe haben, sie wollen schneller, stärker, besser sein als der andere. Und zu Hause mit den Geschwistern können sie es in einem, ja, sage ich jetzt mal wirklich geschützten Rahmen üben, um dann später draußen in der realen Welt darauf vorbereitet zu sein. Ihr hört den Kakadu-Quasseltag im Deutschlandfunk Kultur und jetzt ist Jakob bei uns. Jakob hat was zu erzählen und ich glaube, es geht um ein leidiges Thema. Jakob, grüß dich erstmal beim Kakadu. Ja, also wenn ich aufräumen muss, dann denke ich manchmal, naja, sieht nicht so schlimm aus und dann kommt die Mama rein. Auf hohem Himmel, dann denke ich, oh Gott. Das geht doch noch. Und dann muss ich trotzdem aufräumen. Und dann zwingt sie mich noch. Und dann sage ich, naja, muss ich eben doch machen. Jakob, wie zwingt dich denn die Mama? Also dann sage ich nur immer, naja, dass ich keinen Ärger kriege, räume ich dann eben auf und zwing finde ich, na, weil dann die Mama sagt, oh Mann. Die macht dann so einen Stress und dann räumst du lieber auf, ne Jakob? Ich würde mal gerne bei Herrn Michalik nachfragen, wie ist es denn? Sollten Eltern da einfach mal ruhiger treten mit dem Aufräumen oder gibt es da so einen Mittelweg? Was hat es mit dem Aufräumen auf sich? Wenn es dann richtig sauig aussieht, wenn man dann fast überall drüber fliegt, dann sage ich, ja, da muss man dann wirklich aufräumen. Dann siehst du das auch ein, Jakob. Ne? Und jetzt fangen wir mal Herrn Michalik, der steht so in der Mitte zwischen Eltern und Kindern. Jakob, wir hören jetzt mal, was Herrn Michalik sagt. Warte mal kurz, wir wollen mal die Antwort von Herrn Michalik haben. Herr Michalik, wie sollen wir es machen? Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass das Zimmer aufräumen für uns Eltern oder Erwachsene einfach nur ein kleiner Teil unseres Arbeitspensums ist. Für ein Kind aber ist es eine viel, viel größere Aufgabe, die es zu bewältigen hat. Okay,
Das haben wir jetzt beim Jakob nämlich auch rausgehört, was das für ein Riesending ist, mitten im Spielen aufräumen zu müssen. Jakob, ich habe jetzt hier noch, und übrigens wartet auch Johanna an der Leitung. Johanna, bleib schön dran, nicht auflegen. Jakob, ich habe jetzt hier noch was und da würde ich total gern mal deine Meinung zu wissen. Und zwar am Montag im Kakadu hatten wir auch eine schöne Umfrage. Da ging es darum, haben es eigentlich Erwachsene leichter als Kinder oder haben es Kinder leichter? Und da gab es ganz interessante Antworten, aber eine Antwort von zwei Jungs, die fand ich doch sehr spannend und über die würde ich gern mal mit dir reden, Jakob. Und zwar sagten die Kinder, die Erwachsenen haben es echt schwer. Weil die Erwachsenen haben mehr zu tun, zum Beispiel in der Küche aufräumen und alles drum und dran. Und die Kinder haben halt nur ihren Sport, haben Spaß, haben halt Freizeit und müssen halt nicht so viel machen. Weil Erwachsene alles zu Hause machen müssen und Kinder können einfach faulenzen und Fernsehen gucken, ja. Können faulenzen und Fernsehen gucken. Jakob, müssen Erwachsene alles machen zu Hause? Wie siehst du das? Ja, eigentlich könnten die Kinder auch was machen, aber sie müssen es eigentlich nicht. Sie können es, aber sie müssen es nicht unbedingt. Okay, du sagst also, totale Freiwilligkeit wäre wichtig. Ich helfe immer meinem Opa, wenn ich Zeit habe, helfe ich dem immer. Das klingt auf jeden Fall schon mal richtig nett. Jakob, ich danke dir, dass du hier angerufen hast. Du warst der erste Mutige. Mach es gut. Tschüss. Ciao. Ciao, Jakob. Viele Grüße nach Werder. Von dort hat Jakob angerufen. Aus Coswig hat jetzt angerufen die Johanna. Johanna, schönen guten Tag beim Kakadu. Hallo. Worüber möchtest du denn sprechen? Wo hakt es denn bei euch zu Hause? Wo hast du Stress? Also es ist nicht immer zu Hause. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir in der Schule, also wenn ich in der Schule bin, ich bin jetzt 5. Klasse und im Gymnasium kriegt man ja immer 4 Hausaufgaben und meistens. Und wenn ich zu viele Hausaufgaben auf habe und die nicht schaffe, das bereitet mir irgendwie Stress, weil ich dann denke, oh Mist, das muss ich bis morgen machen. Oh nee, das schaffe ich ja nicht mal. Da sitze ich bestimmt 3 Stunden dran oder so. Das kann ich total verstehen. Und dann kommen ja auch immer Eltern und fragen auch ausgerechnet immer nur nach den Hausaufgaben, oder? Nee, meine Eltern fragen da nicht. Die verlassen sich auf... Die fragen eigentlich nur am Wochenende, ob ich alles gemacht habe. Aber die fragen in der Woche eigentlich nicht. Ich frage die nur, wenn ich Hilfe brauche. Aber das brauche ich eigentlich fast nie. Bei richtig schwierigen Aufgaben wie Referat oder so. Das verstehe ich, Johanna. Johanna, bleibst du noch in der Leitung? Herr Michalik ist ja auch noch da. Ich möchte mit euch beiden nämlich noch weiterreden. Aber eine kleine Runde Musik hätte ich auch gern nochmal von Deine Freunde. Und da kommt ja auch so ein Thema vor, was ja auch so typisch Familie ist. Wir hören uns gleich wieder. Okay. Ja, was können die echt ganz gut, deine Freunde hier im Kakadu, im Deutschlandfunk Kultur. Und sie können eben auch ganz gut, finde ich, so richtig in ihre Songs reinpacken, was da manchmal los ist. Johanna ist ja noch bei uns. Johanna, kennst du diese Art der Fragen bei deinen Eltern? Wie jetzt? Hast du zugehört bei dem Song? Wie war's in der Schule? Wie war das Essen? Die Fragen schon, also... Wir essen ja immer zusammen Kaffee, trinken meistens. Die ganze Familie. Wir sind insgesamt 7 Leute. Wow. Also 5 Kinder und 2 Erwachsene. Und wir fragen eben manchmal, wie war es heute in der Schule? War es cool oder war es nicht so cool? Oder hast du viele Hausaufgaben auf, aber nur manchmal? Also das ist nicht immer so. Aber mit der Schule fragen die fast jeden Tag, weil die... Außer Samstag und Sonntag, weil wir ja nicht in die Schule gehen. Aber so wie ich das bei dir raushöre, Johanna, haben deine Eltern doch eine Art, so Fragen zu stellen, da boxst du dich nicht ein, da sprichst du ganz gern mit denen, ne? So klingt das jetzt für mich. Ich frage mal bei unserem Familienberater, Herrn Michalik, nach. Das Thema, dass Eltern so viel nach der Schule fragen, ist aber schon ein Problem, oder? Ja, es kommt darauf an, wie sie fragen. Ich glaube, in dem Lied kam ganz gut heraus, wenn man offene Fragen stellt oder geschlossene Fragen stellt. Machen Sie mal ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel fragt, wie war es in der Schule, dann kann ich antworten, gut oder schlecht. So, dann ist die Frage wie geschlossen. Wenn ich aber eine offene Frage stelle, dann könnte ich zum Beispiel fragen, was hast du heute gelernt? Was hast du erlebt? Oder wer hat dich heute geärgert? Mit welchem Lehrer würdest du am liebsten irgendwas Verrücktes unternehmen, zum Beispiel? Oder mit wem wärst du, wenn du zaubern könntest, am liebsten befreundet, mit denen du noch nicht befreundet bist?
Also einfach Fragen stellen, die ein offenes Ende haben, damit das Kind seine Fantasie und auch das, was es erlebt hat, mitteilen kann. Also an der Stelle mal kleine Tipps für Eltern, die uns auch zuhören. Wir reden aber natürlich für euch. Wir sind hier der Kinderfunk. Johanna, wir haben ja vorhin, da warst du auch schon in der Leitung, gehört, diese zwei Jungs, die sagten, Eltern müssen alles machen, Kinder brauchen eigentlich nicht mithelfen, die sollen ja ihre Freizeit genießen. Wie denkst denn du darüber oder wie ist es bei euch? Ihr seid 7 Leute zu Hause, hast du gesagt. Wie ist das verteilt? Also, es können eigentlich nur 4 Kinder helfen, weil das 5. Kind ist noch ein Baby. Okay, aber also, es ist so bei uns, wir haben so eine Punkteliste. Da muss man sich 3 Punkte in einer Woche verdienen. Also von Montag bis Samstag. Sonntag zählt nicht. Und wenn wir 3 Punkte haben, am Samstagabend dürfen wir, oder am Freitagabend, kriegen wir Nascherei und dürfen vielleicht einen Film gucken. Und Mama und Papa machen aber doch die meiste Arbeit, weil zum Beispiel Papa muss ja jetzt arbeiten und Mama muss das Baby stillen, das ist für sie auch ganz anstrengend. Und die machen eben auch andere Haushaltsaufgaben, aber wenn die jetzt sagen, Johanna zum Beispiel, Johanna, hilfst du mir jetzt mal mit Kartoffeln oder so ohne Punkt? Dann sage ich, okay, das mache ich jetzt, weil ich verstehe schon, dass Mama und Papa viel auch mehr Stress haben als wir mit der Schule. Absolut. Mensch, Johanna, das klingt aber echt spannend bei euch mit diesen Punkten. Da würde ich am liebsten bei Herrn Michalik gleich wieder nachfragen. Aber weil Ida noch in der Leitung wartet und wir Kinder reden lassen wollten, übergebe ich mal zu Ida. Johanna, danke, dass wir ein bisschen reingucken bei euch durften. Ja, tschüss. Ja? Grüß die Mama und das Baby. Stressige Zeit. Bist bestimmt eine tolle große Schwester. Johanna, ja. Mach's gut. Tschüss. Und jetzt ist nämlich noch kurz die Ida bei uns. Grüß dich, Ida. Hallo. Hallo, du wolltest auch noch was erzählen. Du kannst noch, bitte. Ja, also meine Mama, die nervt mich immer, wenn ich mein Zimmer aufräumen soll. Und ich spiele ja auch Klavier. Und das nervt mich halt auch manchmal, weil ich auch gerne bastel. Und wenn ich gerade schön gebastelt habe und gerade fast am Ende bin, dann soll ich Klavier spielen. Also da kommt noch gleich das nächste Aufgabenpaket hinterher. Ja. Immer diese Pflichten. Es gibt eine schöne Sache, die können wir vielleicht zum Abschluss besprechen, Herr Michalik. Es gibt auch andere Familienberater, die empfehlen ja, dass so eine Familie mit all ihren Punkten sich mal an den Tisch setzt zusammen und man drüber redet. Das nennt man sogar richtig Familienkonferenz. Was hat es denn damit auf sich? Ist das was Tolles? Das ist auf jeden Fall was Tolles, weil man den Kindern die Möglichkeit gibt, auch ihre Sicht der Dinge zu erzählen, wie sie es erleben, wenn sie eben etwas Schönes basteln und dann sofort Klavier spielen müssen. Und vielleicht hätten sie dazwischen vielleicht gerne eine Pause. Und so an diesem Familientisch oder Familienkonferenz gibt es die Möglichkeit, das zu sagen als Wunsch. Und die Eltern können es dann erfüllen. Das heißt, Ida, nicht gerade, wenn der Stress schon da ist, stöhnen, sondern in Ruhe mal mit Mama das Gespräch suchen. Wäre vielleicht die Möglichkeit. Danke, dass du angerufen hast, Ida. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Danke auch Ihnen, Herr Michalik. Unsere Zeit ist schon wieder um. Viele Grüße zu Ihnen. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Danke auch. Ja, ciao. Morgen ist bei uns dann nämlich wieder Entdeckertag im Kakadu. Da lernen wir Aljoscha kennen. Einen kleinen Jungen, der einfach Hunger hat. In Russland lebt Aljoscha nämlich und zwar zur Zeit von Nikolaus II., dem großen Zaren. Und ja, das unzufriedene Volk, also auch die Eltern von Aljoscha, die machen dem dann Beine. Morgen im Kakadu-Feature geht es hier um die russische Oktoberrevolution. Also Geschichtsfans einschalten. Hier jetzt gleich die Tonart. Ich bin Rike und sage tschüss und bye-bye. Bis morgen um 3. Und den Schluss machen hier nochmal deine Freunde mit ganz gewähltem Ausdruck.